Ja, moin Leute. Ich bin hier mal wieder in Steam unterwegs und mir ist aufgefallen, dass 12 Sky 2 mittlerweile auch bei Steam angekommen ist. Ist für mich irgendwie gar nicht so verständlich, weil das Spiel mittlerweile so alt ist und so abgeranzt ist. Dennoch gucken wir da nochmal rein. Für die Leute, die es nämlich noch nicht kennen. Wir machen uns hier einfach mal charakterisch gar nichts. Sehr schön. Seele, Sel, Sel. Ach komm, Alter. Machen wir mal heute einen Salami-Wolf. Der Salami-Wolf wird Faction. Was haben wir denn hier? Grand Tiger, Yal Serpent und Noble Dragon. Achso, also Drachen, Gift und Tiger. Ja, drei verschiedene. Ah, hier unten sieht man Waffen. Ah, okay. Dragon ist mit Sword unterwegs. Serpent mit Katana und Tiger mit dem Lichtschwert. Da kann man das sehen. Also es ist von der Idee natürlich ja gigantisch, ja, was sie hier an Show auf die Bühne legen. Trotzdem muss man sagen, dass es nachher im Spiel ein bisschen anders aussieht. Aber tut mir denn mein Finger weh, Mensch. Krieg ich gerade so einen kleinen Blitz in den Finger. Was kann man denn hier ändern? Gesicht C, B. Ach so. Ja gut, das ist jetzt hier nicht so die Welt, ne? Man kann immer auch nur in eine Richtung gehen. Ja komm, nehmen wir mal hier den Katana-Typen. Oder? Kann man hier noch was ändern? Double Blade, Mandolin. Was ist denn eine Mandarine? Ach so, eine... Wie nennt man das Ding? Ukulele? Keine Ahnung. Mandolin. Double Blades, Katana. Gucken wir nochmal bei den anderen. Dragon war Sword, Blade und... Ach, hier an der Seite. Marble. Was ist denn Marble? Ach, hat er irgendwie so Handschuhe bekommen oder was? Guck mal hier auf die Ecke. Ah ja, genau. Handschuhe. Und er hat das Lightblade Longspear. Oh, das gefällt mir. Und ein Zepter. Gut. Nehmen wir den Langspeer. Und machen mal eine kleine Frau daraus. So, damit haben wir den auch. Hier Level 1, CP, keine Ahnung, was das ist. HP. Chi, Skill Stats 0, keine Gilde, keine Elixiere. Super. Was haben wir denn hier noch? Löschen, Name ändern. Ja, Welt gibt es leider nur eine. Jetzt, wo kann man hier? Ach, hier. Starten wir mal ins Spiel. Warum da jetzt kein Sound ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe reduziert. Am Anfang war es extrem laut. Aber irgendwie ist jetzt... Kein Sound mehr da. Was haben wir denn hier? Ja, sieht man hier. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Ja, das ist gut. Ne, nicht quit. Advance. Phase 7. Phase 8. Phase 9. Ist schon fast immer War Mode. Aha. Okay, kann man auch nicht verschieben. An. Effekte an. Okay. Ich kann nicht mit... Ich kann zwar mit A und D mich drehen, mit S ist Skills. Aber ich kann damit nicht laufen. Das ist natürlich auch sehr, sehr doof. Es gibt auch hier nur wirklich mit linker Maustaste rechts drehen. Gut. Also haben wir Platz für Finger 1, 2, 3, 4, 5. Macht die? Achso, er macht Ski. Boah, ist das klein hier. Drücken wir mal K. K ist... okay, bin ich schon Level 3000 oder so vielleicht? Was ist denn hier los? Was ist das hier? Return Scroll.
Also Heiltränke scheine ich. Das sieht aus, als wäre das ein P-Server. Ohne Witz. Wisst ihr, woran mich das erinnert hier? Ja? Die, die Bescheid wissen, kommen sofort darauf. Das hier ist wie bei Metin. Metin 2. Aber ihr seht, was ich meine, ja. Das Spiel ist jenseits von Gut und Böse. Also das ist dreifach XP-Rate, Drop-Rate dreifach. Also es ist schon... Es ist... Also wer seine Drop-Rate auf dreimal macht, ja, und XP auf dreimal macht, ist der Server tot. Das ist dann einfach nur die Leute mit guten Drops zu locken. Das hat dann nichts mehr mit zu tun mit wirklich sich was erarbeiten. Ja, das ist hier zum Beispiel mal die ja, wie soll man sagen, das Gruseligste an Grafik, was es so, was man so machen kann. Im Großen und Ganzen sieht das ja nicht schlecht aus. Also ich meine so vom ne, von was man machen möchte als Designer. Ja, also die sehen jetzt nicht aus, als wären sie völlig viereckig oder so. Aber es ist halt, du hast überhaupt keine wirkliche Tiefe da drin. Also das ist einfach so dieses, ja, weiß nicht, ne? Es bewegt sich kaum mal. Also natürlich die Blätter fliegen durch die Luft, aber das haben sie wahrscheinlich auch nachträglich hinzugefügt. Aber der Baum bewegt sich nicht, das Gras bewegt sich anscheinend nicht. Und, Alter, 2 Meter großes Gras, was sich nicht bewegt, ist schon echt krass. Gut, gucken wir mal hier, Kobold. Ja, gibt kein Level, dann probieren wir doch mal. Ich weiß nicht mal womit. Ich habe auf 1 habe ich Chi. Also ich müsste, glaube ich, als allererstes mal ein Skillbuch sammeln. Aber ich kann hier mal einfach mal draufhauen hier. Bam. Direkt mal ein Level up. 2 Level up. Leertaste? Leertaste macht gar nichts. Gibt es denn nicht so eine Sammeltaste? Sammeln, sammeln, sammeln. Wow, 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 wow. Mage, was ist das, was der Major Mode? PvP, Trade. Achso, das, nee, das ist aber doch nicht. Das ist aber definitiv nicht das, was ich suche. Help. Shit, shit, shit. Nee, ich hätte nicht. Ach doch, boah, hier ist ja 31 Seiten durchlesen. Gut, fangen wir mal vorne an. Die verschiedenen Rollen von den verschiedenen Leuten. Da gibt es anscheinend nur diese Stadt oder was. Stärke, Agility, okay. Wir sind Nahkämpfer, wir brauchen mehr Damage. Und anscheinend gibt es kein Crit. Increase Spirit? Hä? Trefferrate? Glaub's auch selber nicht. Ah, halt ja auch mal für ein Gerücht. Ist das auch mal. Ist auch verdrüffen. Level 5. Damage Attack Rate. Kann ich nicht ausrüsten? Also wenn da ist so mickrig, Mann. Jetzt ist mir Level 6. Gut. Ah, mit rechts kann man wechseln. Hier seht ihr das, Attack Rate und AP, Angriffspunkte. 5, 27. 5 sind 3, 3, 37. Weil der hat so eine Basisangriffpunkte, wie auch immer wovon. Muss man das dann ein bisschen, aber das ist wirklich wie in Metin, aber das ist schon echt gruselig. Guck mal hier, was hier alles rauskommt. Oh, guck mal hier, da sind nur 4 Verteidigungen drauf und hier sind
12, ein Evade und ein Elemental Defense. Ja, nehmen wir direkt mit. Da haben wir was anderes. Aber was mir fehlt, ist der Skill. Gut, also regelmäßig eine Pille fressen. Was ist das denn hier? Gut, da machen wir hier mal als Spaß den Boss kaputt, dann kann man die Tanke wenigstens gut investieren hier. Ich glaube, sieht so aus wie so ein Boss. Aber ihr seht auch hier irgendwie, dass man hier schlagen kann, Heiltränke trinken kann, wie man möchte. Ist der denn öfter da? Nö. Das heißt, ich kann hier eigentlich gar nicht sterben und dementsprechend ist auch dann das PvP wahrscheinlich. Ja, der Umkreis, der hier drumherum ist, zeigt, dass er ein Boss ist oder sowas. Aber der müsste dann ja jetzt ordentlich was bringen. Aber interessant ist das schon, dass sowas überhaupt noch live ist, ne? Also es müsste ja theoretisch down gehen, aber Mädchen geht ja auch nicht down. Also wenn ich mir überlege, dass manche andere Spiele einfach geschlossen werden, die wirklich gut waren. Vielleicht grafisch nicht besser als das hier, so wie Neo Steam. Aber vom Gameplay her auf jeden Fall funny. Und auch die Kriege zwischen den Völkern waren richtig nice. Hallo, jetzt töte das Viech doch mal endlich. So. Jetzt sehen wir hier nämlich, dass wir einiges mehr bekommen haben. Aber das sind... Oh, das ist doof. Silver, was haben wir noch? Schmeiß weg das Dingen. Ja, lauter Pillen. Aber es gab 14? Ich kann hier unten leider nicht erkennen. Ah, doch hier. Da müsste das bei sein. Ach nee, das ist ganz hoch. Attack, nee. Also XP kann ich jetzt so nicht sehen. Hier sind 3 Schätze übereinander. Aber das war jetzt... Das war jetzt mal krass, oder? Naja, also der Umkreis, der zeigt nicht an, ob das jetzt ein Boss ist oder nicht. Aber ich habe jetzt mal so eben Level 14 gemacht. Ich frage mich dann, was das Max-Level ist. Was mich ein bisschen stört, ist diese Menge an Tränke. Also ich müsste eigentlich alles ins Lager packen. Wir schauen hier mal. Es geht Escape nicht. Wir schauen jetzt hier mal, ob wir hier noch was anderes finden. Ah, hier ist ja noch einer. Guck mal, ob wir den jetzt besser treffen. Ja, das ist immer noch so. Okay. Jetzt haben wir hier minus 20. Ach. Hallo? Wieso heilt der mich jetzt nicht mehr? Ach, ich bin da unten im Chat, weil ich Enter gedrückt habe irgendwo mal. Deswegen ging auch gerade Escape nicht. Okay. Was ein Scheiß. Dennoch fehlt mir immer noch ein Skill. Ich weiß doch nicht, wo ich den herbekomme. Wieso schließt der das denn hier nicht, wenn ich da nochmal drauf drücke? Ja, da muss ich mal ein bisschen gucken, ob man den irgendwo kaufen kann oder so. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Geld. Ja, haben wir ein bisschen was. Ja, geht schon etwas besser. Der scheint wirklich Level 25 oder so zu sein. Wobei ich den ja mit Level 6 eigentlich gar nicht treffen dürfte. Also das wäre dann eigentlich, ja.
Aber ich könnte natürlich, wenn ich jetzt eine gute Waffe finde. Wie kann man denn bitte schon Level 14 werden und eine Level. Was war das für ein Level 6 Rüstung droppen? Das ist ja dann von der Logik her einfach fail. Also man sollte ja nicht mit Level 6 15 werden können. Aber pass mal auf jetzt hier. Ich geh schnell wieder ein Level. Doch nicht. Aber es ist was Gelbes dabei. Es muss doch eine Taste. Ah. Ah, okay. Neben der 1 dieses komische Pfeil hier nach oben. Das funktioniert. Obtain 100 bis 500.000 Silber. Aber natürlich 270.000. Jetzt kommt. Holen wir uns mal einen Skill. Ah, das ist nochmal krass. Also ich weiß nicht, ich mag ja dieses alte Zeug. Allein wegen den Stats und einfach offen, einfach drucklos. Ja, nicht dieses, du kommst nirgendwo weiter, wenn du nicht das machst, was die Entwickler wollen. Das ist, ja. Deswegen spielen ja auch so viele mit einem Bot mittlerweile, weil man einfach dann sagt, ja, dann scheiß drauf. Dann gehe ich doch einfach dahin. Verstehst du? Dieses, ja. Und das, man möchte ja, die Welt, gibt's hier eine Map? Nö, eine Map gibt's hier nicht. Hier kann man bestimmt, oder? Nee, doch nicht. Ach so, hier kann man aussuchen. Da oben drauf drücken. Ja. Also die ganzen Tasten hier finden. Man möchte ja die Welt erobern. Ein bisschen was gucken. Was ist das Setup? Was haben wir hier? Private Shop? Nein. Gilde? Freunde. Du hast keine Gilde. Missionen? Skills? Traveler Bag? C. Na, dann muss man gucken, dass ich das mit Stärke finde. Aber hier war doch was Spirit drauf? Nee. Ja. Ach, Lager suchen. Gut, ich werde mal ein bisschen herumdödeln und werde mal gucken, dass ich mir eine Waffe hole und Skizzen so. Und dann mache ich hiervon noch ein zweites Video. Vielleicht gucke ich ja mal ein bisschen herum. Aber von der Basis her sollte man da vielleicht ein neueres Spiel von machen. Ne? So 12 Sky 3 oder so. Aber guck mal, Speer ist anscheinend doch beliebt. Krass. Trader, Händler. Und wenn ich dann hier mal so durchgeguckt habe. Only Level M1 can use it. Hä? Master One? Gut. Gucken wir mal bei den anderen. Hier ist ein Upgrader. Ist das so wie bei den anderen? Guck mal, der Mund. Habt ihr das gesehen? Guck mal hier, der Mund. Ham, 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 ham. Ah, und er verkauft die Sachen. Ja, guck mal, was für ein Unterschied. Level 34, 171 Damage. Level 1 auf Level 13 sind 65. Krass. 34 sind 180 und hier sind 34, 171. Ja, krass, okay, das Speer auf jeden Fall stark. 13, ja, dann holen wir uns die doch. Und das Geld haben wir ja, ne? Krass. Zepter ist ein bisschen schwächer, okay. Können wir wegschmeißen. Ach komm. Oh, was für ein Sweet. Krass. Suche jetzt noch einen Skilltypen und dann zeige ich euch im nächsten Video mal ein bisschen was. Gut, ich brauche einfach mal Level 50 oder so. Geht ja anscheinend ganz schnell. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.